Hey Freunde, was geht? Willkommen zurück hier bei Factorio. Yes, yes, ja. Ihr seht, hier leuchtet's. Ich habe hier nämlich angefangen, die Teile abzureißen. Warum mache ich denn das? Weil ich überlege, ob wir vielleicht doch noch mehr brauchen. Und um das gleich für die Zukunft ein bisschen besser zu machen, mir gedacht, knallen wir die gleich hier so hin. So, da, das Teil. Und dann machen wir nämlich die nach unten. Komm. Dann haben wir wahrscheinlich auch mehr Durchblick. Und ihr wisst, also wenn die Let's Plays auf diesem Kanal für eine Sache stehen, dann Durchblick. Kann auch dieses Gewirr hier wegmachen. Er wirft uns jetzt ein paar Sekunden zurück, Freunde, aber vertraut mir, das ist einfach auf lange Sicht. Ergibt das keinen Sinn, was ich jetzt hier gerade vorhatte? Auf lange Sicht ist das, glaube ich, einfach besser. Wer weiß, wie lange wir hier noch das gute Zeug produzieren müssen, ne? So, wir haben ein paar Tempomodule 2. Leider glaube ich nicht genügend für alle. Aber ist halb so wild. Wir haben ja auch noch Tempomodul 1. Die können wir ja bei Zeiten noch ersetzen. Ich habe gesehen, ich habe das hier mittlerweile auch doppelseitig. War halt genug da, Freunde. Ganz wichtig, dass wir jetzt hier mal eine Lampe hinstellen, damit ich auch was sehe. So, und fortschrittmäßig hier fehlt im Grunde nur der Raketenbrennstoff. Und da sorgen wir jetzt dafür, dass wir da deutlich mehr haben. Ah, ist schon krass, ne? Was brauchen wir denn dafür? Super viel Zeug. Wow. Und das wird auch ein Bottleneck. Sollten wir vielleicht auch noch eins hinstellen?
wir vielleicht 3 oder 4 von diesen Montagehallen haben. Weil das war's jetzt. Ja. Okay, komm, machen wir gleich Platz hier. Was für 5 Stück haben wir? Wir haben noch irgendwo so eine Produktionsstätte, wo wir die Scheiße herstellen. Irgendwo sind sie. Wo sind sie denn durchgebrochen, bitte? Hier unten kann eigentlich nicht. Was wollte ich? Ah ja, Greifarme. So, dass wir ja halt 5 Produktionsstätten dafür haben. Keine Ahnung, ob das dann genug ist. Aber es fühlt sich zumindest ein bisschen besser an. Und wir wissen ja, bei solchen Spielen ist ganz wichtig, dass man nach dem Gefühl geht. Was habe ich hier gemacht? Wenn Factorio ein Game ist, dann ist es definitiv ein Gefühlsgame. Ach, haben wir alle Strom. Okay, hier haben wir hergestellt. Diese... Piu-piu! Da. Raketenbrennstoff. Jetzt fehlt es gerade natürlich an diesen Komponenten, logisch. Ah, die brauchen ein bisschen länger. Ha. Das ist halt nichts, was uns irgendwie weiterbringen würde. Ja, ist im Grunde genommen, ich meine, wir sind trotzdem bei 21%, ne?
darf man nicht unterschätzen. Aber es ist jetzt ein kleines Geduldsspiel. Wer hat mehr Geduld? Wir? Oder die Bugs? Ja, die machen die Mauern kaputt. Aber die Mauern, seien wir mal ehrlich, interessieren uns nicht so wirklich. Wenig Strom. Okay, das kann an mehreren Sachen liegen. Ich glaube fast... Nein, hier sieht alles okay aus. Alles okay aus? Hm. Okay, stellen wir halt nochmal zwei Dampfmaschinen hin. Wer hätte gedacht, dass es mit unserer Solaranlage nicht reicht? Dampfmaschine. Diesmal verbinden wir sie auch mit Wasser. Schon Problem gelöst, würde ich sagen. Wie oft ich einfach wie so eine Fliege hier drin schon gefangen war. Lustig, wir schaffen vielleicht Automatisierung 3 tatsächlich noch, ne? Wow, was habe ich Problem mit dem Wort? Ich glaube, Automatisierung 3 selber ist nicht schneller. Aber wir können 3 so eine Module einbauen. Ich glaube auch durch die Masse an Modulen, die wir überall haben. Das ist der Shit, was uns den Strom zieht. Nichts anderes. Ich weiß bloß nicht, obwohl da ist genügend, es scheint genügend lila zu sein, ne? Erstaunlicherweise. Grün und so wird noch nachgeliefert. Ha. Strange, Alter, strange.
Das war ja echt zu langsam einfach. Wir könnten andere Effizienzmodule herstellen. Das tut fast weh, da welche rauszunehmen. Weil es noch nicht reicht, ne? Ja, wirklich, das lohnt eigentlich gar nicht. Okay, währenddessen schauen wir mal ganz kurz, wie sieht's denn aus mit unserer Kohle generell, unserem Eisen und so. Das ist noch okay. Hier ist noch okay. Eisen, da haben wir schon einen. Okay, hey, das ist aber nur einer. Okay. Ja, weil Beton müssen wir nicht mehr herstellen. Und Beton können wir uns jetzt sparen. Plastik können wir uns mal einmal richtig aus der Line schnappen. Nein. Warum? Wegen dem Kupfer wahrscheinlich. Ja, Kupfer ist das Problem. Okay. Aber Kupfer wird genügend hergestellt. Sind auch alle Öfen am Arbeiten? Alles gut. Wir haben das echt geschafft noch? Können wir noch Abbau irgendwie verbessern? Mal sehen. Ich glaube nicht, dass wir damit durchkommen. Das ist hart teuer. Das ist hart teuer, Freunde. Das hier läuft alles. Ja, wir stellen gerade hier ein bisschen was her. Müssen wir mal gucken, wie das läuft. Ja, es ist nicht so, dass wir es nicht schaffen. Es ist einfach nur noch ein Geduldsspiel, ne?
Alles andere. Ausgang voll. Das Teil hier klockt das alles dicht. Das, entweder ist das ein Nest oder es wird ein großer Angriff. Wirklich, und das sieht eher aus wie ein Angriff. Die sammeln sich da. Okay. Ja, hier wird gerade nichts produziert. Das ist scheiße. Aber da das von oben eh so langsam momentan nachkommt, fällt es glaube ich gar nicht auf. Kümmern uns sofort drum. Ja, wir kümmern uns jetzt drum. Wir bauen da wieder unsere super Schaltung. Nehmen wir den raus, oder? Weiß gerade nicht, ob das gut war. Bin mir etwas unsicher. So. Eine Pumpe, Kabel. Ja, unsere altbekannte Schaltung. Dann hier irgendwo Wasser da oben. So, das da. Muss jetzt im Grunde genommen einfach nur so funktionieren, wie wir es haben wollen. Wir zwingen der Materie unseren Willen auf. Wir sind die Bestimmer der Matrix. Und so weiter.
Das ist nicht schlimm, dass er jetzt nicht arbeitet. Wir wollen ja einfach nur, dass es arbeitet. Das ist der Punkt, ne? Sollte das Becken jetzt voll gehen. Wir können das auch ruhig mal einfach auf 15.000 stellen. Dann geht's los und dann arbeitet auch er und zerklüftet alles, was wir da übrig haben, wieder in Erdgas. Genau. Genau. Jetzt bauen wir die hier weiter. Tempomodul 2, Alter. Das ist ganz was Feines. Ich würde mal fast sagen, ich glaube, nächste Folge könnte die letzte Folge sein. Wenn da nicht auch wieder irgendwas kommt. Ich finde es auch cool, dass es unterschiedlich farbener Rauch ist. Von je nachdem, was für eine Flüssigkeit da reingeht. Hier ist übrigens Flüssiggas an der Seite angeschlossen. Aber das macht dem System jetzt zum Glück nichts. Zum Glück. Also konnten wir das relativ kompakt bauen, was wir hier haben. Ja, Freunde, während das da alles backt, ich finde, egal wie sehr man meckert, und ich weiß gar nicht, ob ihr da draußen, die selber Factorio zocken, ob ihr meckern würdet, oder einfach, also ich habe nämlich nichts in den Kommentaren gelesen, was jetzt nach Meckern aussah, für mich waren da ein Haufen coole Kommentare, ein Haufen hilfreiche Tipps, um ehrlich zu sein. Deswegen war für mich eigentlich eine sehr angenehme Erfahrung, das Ganze. Aber genau das haben wir ja schon mal gesagt. Und dann kam da die nächste Überraschung. So, ich hau hier mal eins und Teil hin. Oh. Oh. Das ist natürlich was Schickes. Das ist natürlich wirklich was Schickes. Können wir davon mehr herstellen? Kupfer. Fucking Kupfer. Nie haben wir Kupfer gebraucht. Auf einmal brauchen wir super viel Kupfer. Freunde, ich würde sagen, wir machen Schluss für jetzt. In der nächsten Folge, wenn alles gut geht, denke ich, werden wir den Planeten verlassen. Und das markiert dann die letzte Folge Factorio. Wer weiß. Wer weiß. Ich will mich noch nicht... Ich will mich aus dem Fenster lehnen und mal schnuppern. Den Geruch der Nachbarin. Ja. Aber... Ich will mich noch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Als dass ich mit dem Arsch rausfalle. Freunde, wie es hier weitergeht, in der nächsten Folge Factorio. Hinterlasst mir ein Däumchen nach oben und einen netten Kommentar. Bis dahin. Macht's gut. Bye bye.